eine geschäftige Marktstraße in Aurelianum, ungefähr ein Jahr nach der Absetzung des letzten Kaisers. Papianilla, eine Marktfrau, bietet ihre Waren an. Sie spricht mit reisenden Händlern darüber, dass ihre Stadt Teil des letzten selbstständigen römischen Gebiets ist, das Reich des Sosson. Der Herrscher dieses Reichs ist ein römischer Heerführer, der auf den Namen Cyacrius hört. Diese Insel römischer Zivilisation inmitten einer sich veränderten Welt hielt aber nicht lange. Der Franke Chlodwig I. zog gegen Cyacrius in den Krieg und besiegte ihn in der Schlacht bei Sosson. Damit ging das Reich von Sosson und damit das Königreich der Römer unter. Es wird Teil des Fränkischen Reichs. Aber für Papianella hat sich nicht viel geändert. Sowohl sie, ihre Kinder als auch ihre Enkel werden in einer Welt leben, die noch lange Zeit von römischen Traditionen geprägt und von römisch gegründeten Institutionen beeinflusst sein wird.